So, hallo liebe Freunde, wir haben heute hier von Weco Riesenchina Böller D, altes Vero, Weco heißt die Firma, Warenzeichen, ja, wahrscheinlich Mitte der 19er Jahre oder so, oder eher Ende, ist jetzt auch nicht wirklich was Besonderes. Ich habe die einfach nur gegriffen, weil die so schön eckig verpackt sind, ja. Da gab es ja mal so eine Variante, wo hinten noch so eine Pappe drin war, ist hier nicht der Fall, man kann sie hier durch Luken sehen schon. Wahrscheinlich rote Böller. Ja, gucken wir mal, was sie noch können. Gucken wir uns erstmal an. Ja, das schon. Ach, die sind doch mit Papier. Siehst du? Darum diese Ecke. Oh ja, die sind schon nicht mehr so schön. Wer weiß, vielleicht sind die Böller selber schon aus 2000er oder so. Anfang. Hinten sehen die so aus. Mit weißem Leim über die Tonerde, aber eine relativ dicke Wandung noch. Vorne, naja, auch mir tuttelt Visco natürlich. Wie sehen sie selber aus? Ein gestaltet wie Vico-Logo. Oh, wer weiß, ob man das überhaupt sehen kann hier. Oh, gucken wir mal, ob sie ein Geräusch noch von sich geben. Sind okay, nichts Besonderes. Wir gucken sie uns mal noch mal an. Haben also nur so eine kleine Kammer in der Mitte, wo sie aufplatzen. Daher auch der zwar dafür recht gute Knall, aber eben auch nichts Besonderes. Aber was soll das Zeug rumliegen? Okay, bis zum nächsten Mal.